Weihnachten ist für viele Menschen das Fest der Erinnerung, dass sie sich einmal geborgen gefühlt haben als Kind. Oder auch die Hoffnung, die Sehnsucht nach Geborgenheit. Für viele Menschen, erlebe ich auch, gehört zu Weihnachten diese Vorstellung vom Christkind, dass der Himmel auf die Erde herunterkommt. An Weihnachten feiern wir, dass da ganz viel Bewegung ist. Gottes Bewegung zu uns Menschen. Für mich drückt das immer wieder am besten aus Mozart in seiner Krönungsmesse. Hören Sie einmal, was da eine Bewegung ist. Haben Sie es gehört? Mozart malt quasi in unseren Ohren, wie der Himmel auf die Erde kommt. Aber hinter Weihnachten steckt auch eine ganz große Sehnsucht nach Geborgenheit. Viele haben die Erfahrung gemacht, schon als Kind, dass sie von ihren Eltern willkommen geheißen sind. Andere haben gerade an Weihnachten diese Sehnsucht immer wieder in sich gespürt. So sind Weihnachten Tage der Sehnsucht und ihrer Erinnerung: Ich bin willkommen. Und so lädt eigentlich an Weihnachten Gott uns ein, wieder zu Kindern zu werden. Jesus hat ja später als Erwachsener immer wieder zu den Menschen gesagt: Werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, werdet ihr die Macht Gottes nicht erleben können in euren Herzen. Dabei ist das gar nicht so einfach, zu werden wie ein Kind. Vor kurzem eine ältere Frau, wir waren länger im Gespräch und irgendwann sagte sie zu mir: Meinen Sie, ich dürfte ab und zu auch an mich selber denken? Ich habe geantwortet: Dazu lädt uns Gott ein. Weihnachten heißt, lebe deinen Traum. Wenn Sie sich einmal vorstellen, Sie gehen durch das Museum Ihres Lebens. Was steht da? Und was hätten Sie gerne, was für Erlebnisse da noch stehen würden? Einfach mal einen Moment überlegen. Weihnachten lädt mich ein. Lebe deinen Traum. Weihnachten lädt mich ein, Kontakt zu meinen Träumen wieder mal aufzunehmen. Und so erlebe ich immer wieder Menschen, die machen sich auf den Weg, ihr eigenes Leben wirklich zu leben. Aber das ist nicht einfach. Denn da gibt es im Bild gesprochen Gestalten wie diesen
Herodes, der mag keine Kinder. Der mag nur Leistung, der mag nur Pflicht, der mag nur Verantwortung, der mag keine Träume. Allerdings ahnen wir, wenn wir unsere Träume immer wieder zur Seite schieben, unterdrücken, dann macht uns das eigentlich krank. Und da sind die Hirten. Sie haben ein Licht gesehen. Sie besuchen das Neugeborene. Den Engel haben sie erlebt. Es gibt Menschen, die sind einfach empfindsamer, aufmerksamer, vielleicht auch echter. Die sehen nicht nur die Probleme der Nacht und die Kälte, sondern die sehen auch die Hoffnung. In deren Nähe fühlt man sich einfach geborgener und wärmer. Vielleicht spüren sie einmal einen Moment, was könnte noch geschehen, damit sie zu einem empfindsamen, wärmeren Menschen werden, der noch mehr Licht sieht. Aber Weihnachten ist noch mehr, hat einen ganz großen Reichtum. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der wir dieses Problem haben, dass wir unsere Umwelt verwüsten, so sehr, bis sie uns Aufgaben stellt, die wir nicht mehr lösen können. Es ist ja seltsam. Weihnachten ist ganz stark von Konsum überschattet. Wir kennen nichts anderes als immer mehr Umsatz. Dabei ist gerade die Botschaft von Weihnachten weniger. Gott verzichtet auf seine Macht weniger. Vor kurzem erzählte in einem Interview der Bergsteiger Reinhold Messner, wie er einen Wahnsinnsberg in seiner Vergangenheit einmal hinaufsteigen wollte. Und was ihm dann passiert ist, er erzählte sinngemäß, er kam an eine ganz schwierige Stelle und auf einmal wurde ihm klar, wenn du da weitergehst, riskierst du dein Leben. Und fluchtartig stieg er wieder mit seinem Mitbergsteiger ab. So ist es bei uns heute auch. Wir müssten eigentlich begreifen, dass es jetzt dran ist, von Weihnachten zu lernen. Wie Gott, steig herab, weniger. Was könnte das in Ihrem, in meinem Leben ganz praktisch sein? Vor kurzem, ich stand da wieder mal vor dem Edeka, sagte jemand zu mir, ich habe ein Anrecht auf meinen SUV, ich habe ihn ja schließlich bezahlt. Da konnte ich nicht anders. Ich habe zu ihm gesagt, und wie erklären Sie das Ihren Enkeln, wenn die erleben, dass Hamburg, New York ertrinkt, die Malediven, alles? Wenn Sie dann sagen, ich habe ein Anrecht darauf, ich habe ein Anrecht darauf, Fleisch zu konsumieren, haben nicht auch unsere Enkel ein Anrecht auf Leben? Thank you.
Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Gerade im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen merke ich, dass unsere Seele mit unserem Alltag oft nicht zurechtkommt. Immer mehr Kinder erzählen mir, und alle Statistiken zeigen das ja auch, dass immer mehr Kinder den Schulalltag nur noch mit Psychopharmaka überhaupt überstehen können. Was heißt das? Vielleicht heißt das, an Weihnachten wieder zu lernen, wie die Engel zu hören. Letztens stand ich wieder vorm Edeka, jemand fragt mich, was machen Sie hier? Und ich sage, ich höre einfach nur zu. Wir leben in einer Zeit, da gibt es ganz viel Informationen, da gibt es ganz viel Spannung, da gibt es ganz viel, ich habe Recht und ich sag dir, was die Wahrheit ist. Vielleicht lädt sie Weihnachten ein, die nächsten Tage einmal nur bewusst zuzuhören. Gerade unsere Kinder, unsere Jugendlichen brauchen das so dringend. Jemand, der ihnen aufmerksam zuhört, nicht Ratschläge gibt. Weihnachten ist ja ganz bewusst im Winter, weil unsere Seele braucht Wärme. Manche Menschen kommen mir vor wie ein Schneemann, den ich versuche mit den Händen zu wärmen. Und da hilft es wirklich zuhören, zuhören, aufmerksam fragen, wie geht es dir? Vielleicht ist in diesem Jahr das besonders nötig. Einem Jahr, wo wir so wenig Kontakt haben dürfen. In den wenigen Kontakten, die wir haben, aufmerksam zuhören. So stelle ich mir vor, wie Jesus, als er kein Kind mehr war, den Menschen liebevoll zugehört hat und uns dazu einlädt. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.